Für Thomas Stamm ist es Heimspiel Nummer 1 als Dynamo-Coach. Und gleich ein Ostduell. Volles Haus. Ein Spiel, wo es, glaube ich, mehr als nur um 3 Punkte geht. Und auf das freuen wir uns extrem. Haben wir, finde ich, auch diese Woche wieder eine sehr gute Woche gehabt. 2015 spielte Cottbus letztmals in Dresden. Endstand 0:1. 9 Jahre später soll das ganz anders aussehen. Es geht um eine Menge Prestige. Wir wissen auch um die Bedeutung für die Fans, was es hat. Also da geht es ja, neben dem Spiel geht es ja noch ein bisschen um das ganze Dynamo-Land, ja, wie weit es hält. Wir wissen das. Dabei muss Energie auf seinen Coach Pele Wollitz verzichten. Der hatte gegen Bielefeld am ersten Spieltag eine umstrittene rote Karte gesehen und muss in Dresden auf die Tribüne. Ich habe da noch nie irgendein Problem auf der Tribüne gehabt, im Gegenteil. Ich weiß nicht, wie viele Selfies und wie viele Fotos ich da mit mir gemacht worden ist. Also ich habe da gar keine Bedenken, im Gegenteil. Das Spiel war bereits nach 2 Tagen ausverkauft.